Der Begriff Terroir steht für den Einfluss, den die Natur mit all ihren Facetten auf den Wein und auf den Weinberg hat. Also oftmals wird der Begriff Terroir nur mit dem Boden oder mit der Bodenart gleichgesetzt, aber da steckt noch viel mehr dahin. Zum Beispiel, in welche Richtung die Rebzahlen ausgezeilt sind. Das heißt dann nachher, wie viel Sonne die reifen Trauben abbekommen, wie im Weinberg gearbeitet wird oder zum Beispiel, wie die Rebzahlen begrünt werden. Nun stelle ich euch unsere weißen Burgunder vor. Zum einen mal unseren Weißburgunder. Er steht in Stetten unterhalb der Iburg und ist geprägt von mageren, sandreichen und skelettreichen Böden. Und das gibt dem Wein eine richtig schöne Mineralität, eine charakterstarke Struktur und einfach eine wunderbare Frische. Deswegen passt er eigentlich wunderbar zu sommerlichen Gerichten oder im Frühsommer auch zum Spargel und einfach am besten auch zum Grillen. Passt wunderbar. Als zweiten weißen Burgunder gibt es unseren Grauburgunder. Den erkennt ihr im Herbst eigentlich ganz leicht an seiner roséfarbenen Beerenschale. Und der ist eher geprägt von reiferen Aromen, also eher so reife Pfirsich, Aprikose oder Banane. Der steht, wie das Etikett schon sagt, dann in Endersbach unterhalb vom Karlstein. Und da haben wir eher ein bisschen Mergelböden, die leicht erwärmbar sind. Und hier setzen wir auch auf eine verschiedenartige Begrünung, die vor allem Insekten anlockt, Nützlinge anlockt und gleichzeitig den Humus aufbaut. Ich hoffe, ich konnte euch den ein bisschen komplexen Begriff Terroir näher bringen und gleichzeitig auch ein bisschen Vorfreude auf unsere weißen Burgunder machen. Sehr zum Wohl!